Oh, ich soll den angreifen? Nö, da drehe ich mich erstmal und leck mich. Ja, genau, zurück, zurück. So viel weiter kann es hier. Es geht hier nochmal rüber. Da ist ein großer Platz. Da ist entweder eine Basis oder Rowan wartet auf uns, um Geschichten aus längst vergangenen Tagen auszutauschen. Hm. Weißt du noch damals, als mein vergangenes Ich dich töten wollte? War saulustig, ne? Haben wir nicht gelacht und alle. So, jetzt kann ich mal genau gucken, wo ich bin. Rabenpass. Trollmonument, so. Dieser Eisen ist gefüllt mit Stein. Steine vom Karren nehmen. Was zur Hölle? Gefüllt mit Eisen. Ich habe das nicht gesehen. Leck mich. Leck mich. Sofort werde ich jetzt alles und jeden untersuchen. Ich werde es eh wieder vergessen. Okay. Hätten wir das auch geklärt? Nee, da habe ich ja schon durchsucht. Der hatte ja nichts. Egal, wir haben Eisen. Moment. Haben wir hier vielleicht auch nochmal irgendwo Karren? Karren, das Zeug. Ich kenne eine Karren. Nein, tue ich nicht. Das war gelogen. Portal zur dritten Festung? Hier schon die dritte Festung. Mensch, geht das schnell. So, jetzt muss ich erstmal kurz gucken, was ich von was wie viel habe. Davon wird noch einer gebaut. Gut, wieder gefüllt. Portal zur inneren Festung. Ihr dürft hier nicht rasten. Das Portal führt ins Innere einer der Festungen. Das sollte euch einen Vorteil verschaffen. Ihr müsst weiter. Zuerst sollte ich mich um euch kümmern. Ihr könnt mir nicht helfen. Ihr müsst weiter. Die Kreaturen... Sie sind fort. Wir sind in Sicherheit, Scheintalach. Ihr kennt mich, Lichtbeter? Wir haben uns einmal im Nachtflüstertal getroffen, aber das ist lange her. Ich erinnere mich. Ihr habt die Eisernen geschlagen. Dann kann ich euch wohl vertrauen. Erzählt, was bringt euch hierher? Ich bringe schlechte Kunde aus den Landen der Norkain. Unser Volk richtet sich selbst zugrunde. Eine neue Macht breitet sich unter den Archonen aus. Eine Macht, die widernatürlich ist. Nicht von dieser Welt. Viele erfreut dieses Geschenk. Und sie bereiten schon neue Feldzüge gegen das Licht vor. Aber andere, so wie ich, sehen mit Sorge, wie die Seele der Norkain dadurch verdorben wird. Unser Volk zerbricht. Die Kaste der Drakon hat sich erhoben. Aber wir sind zu wenige. Die Norkain brauchen jetzt einen starken Anführer. Einen, der sie wieder zusammenführt. Deshalb bin ich hier. Ich suche Kraik Unschalach, den letzten wahren Drakon. Er muss heimkehren und unser Volk von diesem Einfluss befreien. Aber der Maskierte hat ihn aus Chaldun entführt und irgendwo in den Süden Xus verschleppt. Nun suche ich ihn, um ihm das Siegel der Norkain zu bringen. Das Zeichen der obersten Herrschaft. Mit diesem Siegel wird er zum rechtmäßigen Führer der Dunkelelfen. Wenn der Maskierte Kraik in den Dschungel gebracht hat, dann werdet ihr scheitern. Alleine kommt ihr nie dorthin. Ja, das erkenne ich jetzt. Ich bin zu schwach. Die Wunden, die meine Brüder mir geschlagen haben, wollen nicht heilen. Ich kann nicht mehr weiter. Mein Weg führt nach Süden. Ich werde versuchen, Kraik zu finden. Er ist ein Drakon. Ein großer Kämpfer. Ihr erkennt ihn. Ich kenne Kraik. Sollte er noch leben, werde ich ihn finden. Ihr kennt ihn? Dann nehmt das Siegel der Norkain. Bringt es ihm. Sagt ihm, dass er heimkehren soll. Sagt ihm, er soll seinen rechtmäßigen Platz einnehmen und unser Volk von den Fremden befreien. Was geschieht mit euch? Ich bin schon tot, Runenkrieger. Mein Wille hält mich am Leben, aber die Wunden sind zu tief. Ich werde hier mein Grab finden. Ich werde zu Nor für euch beten. Ich verstehe. Lebt wohl, Norkain. Lebt wohl. Nor sei mit euch. Was war das? Habt ihr das gehört? Da! Die Häscher haben mich gefunden! Macht euch bereit zum Kampf!
was? Oh, Stufe 40. Da hau ich doch lieber mal Berserk rein. Oh, 500, ja, damit kann man ganz gut arbeiten. Ziegel und okay, hey. Der hält aber nicht viel aus, wenn man bedenkt, dass er hier so... Holla, die hauen ganz schön rein. Nicht nett von denen, nicht nett. So, wir haben Erfahrungspunkte bekommen, fast gar nichts, sehr gut. Der Dolch ist eh interessant, würde ich mal sagen. So, Siegel und Arcane, hey. Spinnen. Warum nicht, so. Aber ich will das nochmal noch hier lang gucken, weil das sind noch Gegner. Und Gegner will ich töten. Hab ich da eben... Nee. Ich bin nur der Sachen ein gut. Portal zur inneren Festung. Ich glaube, das will ich noch gar nicht nehmen. Holla. Das war schon so leicht knapp, möchte ich mal sagen. So ein kleines bisschen. So ein kleines bisschen glatt war das. Glatt, mhm. Es war voll glatt, ey. Was wollt ihr? Jetzt muss ich erstmal dafür sorgen, dass die, wo nicht in der Gruppe sind, weggehen. Und zwar alle, wenn ich bitten darf. Dann eben nicht. Jetzt habe ich aber alle. Ich will noch zwei davon und zwei von den Gesichtern und davon noch drei. Wurde jetzt natürlich wieder mal gar nichts abbekommen. Macht ja auch nichts. Es leuchtet blau. Oder, naja. Ich nehme nicht an, dass die mich einfach so da reinlassen. Ach doch. Warum sollten sie mich denn nicht reinlassen? Dafür gibt es gar keinen sinnvollen Grund. Ist ja nicht so, als wollte ich sie alle töten und vernichten und ihren Herrscher zerstückeln oder so. Ihr seid doch schon tot. War da nicht auch irgendwann mal was mit Verstärkung eben? Ach richtig, kommt erst, wenn die Mission zu Ende ist. Wahrscheinlich, wenn ich ans Tor laufe, kommen die raus und wollen mir helfen oder so. Pfeifen. Ersteigung kommt doch immer zu spät. So, hallo, ich habe hier noch einen Schwertmeister und einen Schläger. Na, also nichts von Bedeutung. So, was haben wir da oben? Alter, da will ich garantiert nicht rein teleportiert werden. Ich meine, hallo, Mumienkämpfer? Diese Mumienviecher halten einfach viel zu viel aus. Aber ich fürchte fast, ich werde durch dieses Portal gehen müssen. Ich nehme mich einfach mal nicht an, dass diese Tür jetzt einfach so aufgeht. Nee, ich bezweifle es stark. Wir sollten die Umgebung nach einem anderen Weg in die Feste absuchen. Beim letzten Mal haben sie die Tür doch auch einfach aufgemacht. Nee, da war die Tür gar nicht zu, ne? Nee, nicht dahin, dahin. Dahin, um genau zu sein, so. Meine AW wächst. Dann habe ich noch 5 davon. Davon habe ich dann 10. Ich dann davon auch gerne noch ein paar. Dann wird das alles gut. Dann wird das eine runde Sache. Und ich speichere es mal, bevor ich durch dieses Tor gehe, weil... Halt mein Moment, oh, das ist hier so der Seelenfels. Ich nenne den Seelenfels. Um zu einem anderen Seelenfels, den ich noch nicht aktiviert habe, zu reißen, dann aktiviere ich diesen Seelenfels. Und dann kann ich den Seelenfels benutzen, um zum Seelenfels zu reißen. So. Das ergibt gar keinen Sinn. Jetzt ist... Ach, ich hasse das. Warum wird das dann ja gelöscht? Das ist doch scheiße Dreck. Gehäuteter Held? Oh la 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 la. Also von denen wollen wir nicht gesehen werden, stellen wir fest. Nee, von denen wollen wir definitiv nicht gesehen werden. Ich muss jetzt mein Team hier neu zuweisen. Alle meine Feinde. Sofort. So. Ich baue noch 5 von denen. Brauche ich mir davon, glaube ich. Ah, kann noch 3 bauen. Das ist einer, der Limit schwer erreicht. Ich warte jetzt erstmal noch einen Moment. Okay, wo muss ich denn da hin? Also da geht's. Da ist ein Schalter. Da ist noch ein Schalter. Oh Gott. Das sind 3 Schalter. Da hinten ist vermutlich der letzte Schalter oder so.
Und ich will auf keinen Fall von diesen Helden gesehen werden, weil die sind leicht unangenehm. Wir merken uns, da wollen wir später nochmal hin. So, ich halte Uri das auch gleich ein bisschen, weil der hat es dringend nötig. Ja, Uriel hat es richtig nötig. So, wir wollen noch ein paar davon bauen. Kann ich mich da reinstellen? Ja, ich stehe da drin, du kannst mich nicht sehen. Oder ist noch ein Schalter? Ach komm. Schalter, überall sind sie. Ob ich den wohl mit Berserker besiegen kann? Hm. Nein, ich glaube nicht. Oh, der steht da unten noch rum. Alles klar. So sind sie halt, die großen Helden. Sie warten darauf, dass sie das Problem von alleine löst. So. Ich hoffe einfach mal, dass der mich jetzt nicht wahrnimmt, aber es sieht gut aus. So. Rostiger alte Hebel. Den Hebel umlegen. Das Knirschen ist tief im Fels. Das Tor innerhalb der Festung öffnet sich. Ein Tor innerhalb der Festung, oder? Wir wollen mal schnell darüber laufen. Hoffen, dass uns hier niemand sieht. Könnte jetzt gleich schwierig werden. Möglicherweise bin ich gleich tot. Nein, die scheinen uns aus der Entfernung bereits nicht mehr zu sehen. Das heißt, ich muss natürlich alle Hebel umlegen. Okay, die sind relativ leicht zu umgehen, muss ich sagen. Und ich kann den Hebel nicht klicken. Ich müsste jetzt so machen. Ah, den Hebel umlegen. Der Eingangstor der Feste öffnet sich. Ah. Die Sache wird wärmer. So, fehlen noch drei. Ich glaube, ich sollte alle umlegen. Luigi, fahr raus und leg alle um. Okay, Boss. Ich meinte Schalter, nicht Leute, verdammt. Ich vergesse inzwischen über die Hälfte. Komm ich da, passe ich da durch? Ich passe da durch, oder? Verdammt, ich bin zu fett. Ich muss abnehmen. So, was machst du denn? Soll ich vielleicht zwischendurch mal speichern, so aus Sicherheitsgründen? Den Hebel umlegen. Ja, innerhalb der Festung öffnet sich. Das ist es schon mal nicht. Ah, das ist es. Hier stehen schon wieder Gebäude. Und ich habe eben meinen Seelenfelsen gesehen. Und wir laufen und wir saufen und wir raufen und wir hoffen, dass wir nicht gesehen werden. Zum Glück haben wir ein Sichtfeld, wie einen halben Meter Feldweg. Lalala, alles kein Ding, nicht. Moment, das wurde jetzt schon aktualisiert? Schon die Festung für dich. Hebel, Kirchen, auf. Hm, bedient alle. Ach, Gegner, so wie jeder. Warum habe ich jetzt nochmal diese Aktualisierung so bekommen? Was habe ich jetzt noch aufgemacht? Wird ein Bonusraum? Vielleicht ein super secret Raum? Mal gucken, dass mein Mauszeiger das so registriert, wie ich das gerne möchte. Ich würde auch gerne nochmal testen, ob ich ihn vielleicht doch einen Tod bekomme. Lauf, Schlampe, lauf! Ja, komm her und spüre meine Berserker-ähnlichen Mächte. Ich mach 42. Also wenn ich ihn mal treffe, dann mache ich fast schon Schaden. Ja. Hallo? Okay, das können wir also vergessen. So, was macht meine Armee? So, 96. Insgesamt bist du am Schluss 80. Du noch 80, 22 macht 102, jetzt habe ich 97, passt.
Das heißt, ich habe alle, okay. So, ihr marschiert jetzt erstmal hier vor, bis die erste Höhle ist hier, ne? Hm. Gut, dann habe ich... Hatte ich jemals 102 Kämpfer? Habe ich jedes... Nee, ich hatte noch nie über 100, oder? Es ging gar nicht, weil diese 20er gefehlt haben. Sehr schön. Ich habe die größte Armee meiner Geschichte, was dazu scheinbar schon dazu führt, dass ich einen Teil davon wieder gar nicht bewegen will. Ah nein, die sind einfach nur zu fett, um durchs Tor zu passen. Das könnte natürlich auch sein. Alle. Ja, ist schön, dass du was hörst. So, die Helden werde ich später vielleicht töten. Wenn ich es nicht vergessen. So. Mal gucken. Vielleicht geben die gute Erfahrungspunkte. Damit kannst du Level 51 erreichen. Ah, nein, kannst du nicht. Wen soll ich töten? 99? So, kommt mal hierher. Das ist offen, das ist offen. Das ist offen, macht 3. Dann vermutlich hier noch eins, macht 4. Und irgendwo ist eventuell noch hier hinten oder so eins, 5. Wo ich dann Zeug draus bekomme, denke ich jetzt mal. Vielleicht. Ich muss mich mal an meinem Rücken kratzen. Ich muss mich mal in meinem Arsch kratzen. Das ist nein. Okay, 100 sind möglich. 100 ist das Maximum? Ich kann mich nicht mehr dazufügen. Sehr gut. Ich habe das Maximum an Einheiten erreicht. Es ist 100. Mehr als 100 geht nicht mehr. Toll! Haben die Entwickler mal wieder nicht aufgepasst. Es geht nicht mehr. Ich habe das Einheitenmaximum erreicht. Sehr gut. Sammelt euch da mal irgendwie. Gut. Schön. Jetzt habe ich 2 Kämpfer dann, die irgendwo in der Pampa rumstehen und nichts tun. Naja. Verluste kann man damit gleich wieder kompensieren. So. Ich greife mal den Bogner an, wenn ich durchkomme. Vergiss es doch einfach. Wen soll ich töten? Siehst du, willst du heute Nacht mal zu mir kommen? Ich mag ihre Stacheln auf dem Rücken. Ja. So, mal gucken. Hier ist nichts weiter. Da ist der Seelenfels. Da ist das Monument. Wo spawnen die Typen denn? Das wüsste ich gern mal. Jungs. Bleibt mal zurück. Vor allem ist die Hälfte des Trupps noch immer irgendwo da hinten in der Prärie. So, die kommen jetzt schon mal nicht mehr raus aus der Festung. Das heißt, ich kann jetzt erstmal hier geschmeidig rumlaufen, mich umgucken. Das Tor ist auch offen. Oh, könnte natürlich sein, dass ich die beiden geöffnet habe. Ja, das ergäbe natürlich auch... Ne, Moment, das habe ich jetzt auch... Okay, hier haben wir auf jeden Fall nichts. Nichts, nein. Ah, da ist ihre. Okay, das heißt, ich kann 2 Wege nach oben nehmen. Das heißt, ich bringe jetzt erstmal irgendwie meine Armee da rein. Vielleicht bringe ich sie erstmal so stückweise da rein. Vielleicht bringe ich sie erstmal alle stückweise da hoch. Ach was. Aha, es fürchtet meine gigantische Armee, die das Einheitenmaximum von einer Gruppe sprengt. Ja, wenigstens nicht so wie bei CNC, wo man dann Einheiten seiner Gruppe zuweisen, die sich dann einfach nicht mehr bewegen oder so, Scherze. Oh, ihr habt Skelette am Start. Hm, richtig viele, was? Oh, ich zittere gerade, ich zittere. Hallo, du sollst da nicht hochlaufen. Jetzt kannst du hochlaufen. Meine Framerate geht gerade ein bisschen runter. Scheint das nicht so recht zu mögen.
Scheiß auf Verluste, wir haben genug Ersatz. Ich meine, genug Ressourcen, um Ersatz zu schaffen. Und ach, Scheiße, das ist heftig so. Berserker, und dann los. Verdammte Waffen, Mann. Verdammte Mumien. Warum halten die so viel aus? Das ist nicht feierlich. Jetzt schön Feuermagie. Ja, ich würde es ja zurückziehen, aber der wird es eh nicht zurückschaffen, weil zu viele Gegner. Zu viele eigene. Zu viele Gegner, ja. Und tschüss. Tschüss, habe ich gesagt. Na also. So, du hilfst mir hier einzureißen. Damit es dann gleich... Oh, da ist auch noch ein Hexenmeister, sehe ich jetzt erst. Hm. Mumienkämpfer. Und wir hauen mal das noch an.